Diversity Future Festival 2024. Herzlich willkommen allen hier im Saal, die bei uns sind und natürlich auch Ihnen zu Hause, im Office, am Strand, wo auch immer Sie uns gerade online verfolgen. Schön, dass so viele Menschen hier sind und sich für diese tollen Themen, um die wir uns heute kümmern werden, begeistern und interessieren. Wir sind hier auf der Partner Stage in Nürnberg und freuen uns sehr, ein Teil dieses tollen Festivals zu sein, veranstaltet vom Hochschulforum Digitalisierung und der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Wir haben ganz, ganz viele spannende Themen. Insgesamt sind das rund 300 Impulse aus verschiedensten Bereichen wie Didaktik, künstliche Intelligenz oder auch Future Skills. Und hier, glaube ich, sind sogar auch Gäste aus ganz Europa. Ich hoffe, Sie haben es geschafft, trotz des Hochwassers. Zumindest standen auf der Gästeliste wirklich Leute aus der Schweiz, aus Österreich, aus dem Norden der Republik, also kreuz und quer. Mein Name ist Martina Wolf. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute durch diesen Tag begleiten darf. Im Brotberuf bin ich tätig in der Hochschulsteuerung und Entwicklung der Technischen Hochschule hier in Nürnberg, mache aber in meiner Freizeit und gerne auch, wenn sich die Gelegenheit ergibt, hier an der Oben Veranstaltungsmoderationen. Jetzt haben wir einen ganzen Tag vor uns. Bis 17.30 Uhr ist Programm. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich nicht alleine hier oben stehen muss, sondern charmante Begleitung habe durch die Maxi. Genau. Hallo und herzlich willkommen. Auch ich darf Sie heute alle recht herzlich begrüßen. Ich heiße Maxi Stadelmann, bin gebürtige Nürnbergerin und arbeite als Referentin im Hochschulmarketing und in der Hochschulkommunikation an der Technischen Hochschule Nürnberg. Ich bin für die Vergabe unserer Förderpreise und unserer Deutschlandstipendien zuständig und betreue hierzu unsere Partnerunternehmen. Ich freue mich heute sehr über die Möglichkeit, diese großartige Veranstaltung für Sie mit moderieren zu dürfen. Freuen Sie sich heute auf spannende Vorträge und interessante Diskussionen. Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Vergnügen. Ja, wir sind eine von vier Partnerbühnen hier in Nürnberg. Dann gibt es noch in Bochum, Heilbronn und Leipzig weitere Partnerbühnen und natürlich die Mainstage in Berlin. Also wirklich ein großes und großartiges Event. Und es gibt noch viel, viel mehr Menschen, die an den Bildschirmen zugucken. Ich hatte es gerade schon gesagt, ist ja logisch, wenn wir von der digitalen Zukunft der Hochschulbildung sprechen, dann muss das auch digital erfahrbar sein. Deswegen wird das ganze Event natürlich hybrid gestaltet. Das heißt, alle Vorträge, die wir hier haben, werden auch online gestreamt, genauso wie von den anderen Partnerbühnen auch. Das macht es für uns hier vor Ort ein bisschen herausfordernd. Ich werde nachher auch noch einen längeren Teil zum organisatorischen Thema haben, aber das muss uns jetzt noch nicht kümmern für den Moment. Ja, die Shifting Stage hier gibt Einblicke in innovative Lehr- und Lernkonzepte und stellt neueste Forschungsergebnisse dar. Wir bespielen hier den Festival Track Teaching and Learning und das machen zwei Hochschulen gemeinsam und auch das ist eine sehr schöne Geschichte, nämlich einmal die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, kurz auch Ohm genannt. Das werde ich mir auch für nachher vorbehalten, dass ich immer nur die Ohm sage. Sie wissen dann schon, wer es ist. Und die Technische Universität Nürnberg, ganz neu gegründet, eine internationale Hochschule, die auch, die werde ich nachher nur noch UTN nennen. Als Vertreterinnen der beiden Hochschulen würde ich jetzt zu mir bitten, einmal Christina Zitzmann, sie ist Vizepräsidentin Bildung an der Ohm und Isa Janke, sie ist Gründungsvizepräsidentin für Studium, Lehre und Internationales an der UTN. Hallo und herzlich willkommen hier. Hallo. Schön, dass ihr da seid und schön, dass wir Gelegenheit haben für ein kurzes Gespräch. Christina, das Motto des UF-Festivals 2024 ist Tales of Tomorrow. Ein sehr schönes Motto und ich bin mir ganz sicher, dass es auch zu dieser Partnerbühne hier in Nürnberg eine schöne Geschichte gibt, oder? Die gibt es. Die Geschichte der Bühne fängt vor circa einem Jahr an. Da war ich bei einer Veranstaltung des Hochschulforums für Digitalisierung im Norden von Deutschland und da gab es eine Pause und da bin ich ins Gespräch gekommen mit Oliver Janoschka und so entstand eigentlich die Idee einer Nürnberger Stage. Und warum Nürnberg? Was ist das Besondere an Nürnberg? Natürlich, wir liegen strategisch nicht so ganz unklug, ja, für den öffentlichen Nahverkehr, man kommt gut zu uns, aber das kann es natürlich nicht gewesen sein, sondern da muss schon mehr sein in Nürnberg. Und in Nürnberg ist es ja wirklich so, dass da eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, also die OHM, in unmittelbarer Nachbarschaft geografisch liegt, aber
zu einer neu gegründeten Universität, aber wir sind nicht nur geografisch zusammen, sondern auch persönlich gut miteinander vernetzt. Und deshalb war für mich klar, seitdem ISA in Nürnberg ist, sind wir sehr kollegial miteinander verbunden. Und ich habe gewusst, okay, das ruft nach einer Stage zusammen von der OM und der UTN. Und wir wissen beide, Hochschulbildung ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und deshalb war klar, ich kam mit dieser Idee an nach Nürnberg und du warst sofort mit dabei. Und dann war es klar, wir machen diese Stage zusammen. Eine schöne Geschichte. Auf der Website des Festivals heißt es übrigens zu dem Motto, Geschichten sind mächtig. Sie konstruieren unsere Realität. Die Zukunft ist nicht festgelegt, sondern wir erschaffen sie hier und jetzt durch unsere Erzählungen. Darüber sprechen wir auf dem University Future Festival 2024. Eine schöne Geschichte. Sprechen möchte ich aber jetzt mit dir, liebe Isa, vielmehr über den Titel unserer Nürnberger Bühne. Ihr habt sie Shifting Stage genannt. Und das ist ja ein Begriff, der gar nicht so unkritisch manchmal gesehen wird. Wie kam es denn dazu? Naja, angelehnt an die Idee Shift from Teaching to Learning. Die meisten haben es bestimmt schon mal gehört. Ein Begriff aus den 90ern im Übrigen, schon sehr alt. Und die Idee ist tatsächlich, Lehre anders zu denken. Das heißt, es begleitet uns die ganze Zeit. Und in den 90ern ist natürlich noch nicht die Technologie so weit vorangeschritten. Aber die Grundidee, Lehre aus der Sicht der Studierenden zu betrachten und dadurch Lernprozesse zu verstehen und daraufhin Lehre abzustimmen, das ist das, was wir tun. Und im Zeitalter von Never Normal, also keine neue Normalität mehr. Wir wissen, letztes Jahr AI auf dem Markt mit ChatGPT und anderen Bots hat es natürlich enorm verändert. Und diese neue Normalität oder diese Normalität, die wir nie erreichen werden, weil wir ständig im Wandel sind, da gilt es, eine erneuerungsfähige, wandlungsfähige Hochschule zu haben und Hochschulbildung. Und wie können wir in der Hochschulbildung uns immer wieder so aufstellen, dass wir dem entsprechen und uns neu erfinden? Und wie können wir Lehre anders denken? Und das ist dieser Shift-Idee. Also wir haben ja Tales und Stories heute hier und ich bin ganz freudig und erwartungsfreudig auf die spannenden Vorträge. Wie können wir Hochschule im Zeitalter des Never Normal in diesem Shift-Gedanken denken? Und ich freue mich ganz doll drauf, dass wir diesen Shift-Gedanken hier weitertreiben können. Ja, das glaube ich dir. Und ich denke, das wird auch noch eine Rolle spielen in deiner Keynote, die du ja gleich halten wirst. Vielleicht noch mal kurz zurück zu den Rahmenbedingungen. Wir befinden uns hier im Leonardo. Sehr schöne Räumlichkeiten, die Sie alle, die Sie hier vor Ort sind, nachher noch erkunden können. Wir haben ein vielseitiges Rahmenprogramm uns überlegt. Jetzt ist es hier schön, aber das war sicher nicht der einzige Grund, warum wir hier sind, Christina. Nein, war es nicht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Hochschulbildung ist Gemeinschaftsaufgabe und es gibt keinen besseren Ort, das zu leben und zusammen in den Austausch zu gehen wie im Leonardo. Das Leonardo ist auch eine gemeinschaftliche Idee gewesen und jetzt kommen noch zwei weitere Nürnberger, also es spricht viel für Nürnberg, zwei weitere Nürnberger Institutionen mit ins Spiel und jetzt suche ich gerade im Publikum, die Hochschule für Musik, ich habe dich auch in die erste Reihe, genau, also die Hochschule für Musik und die Akademie der Bildenden Künste haben vor etlichen Jahren hier zusammen einen Verbund gegründet und wir bespielen wirklich das ganze Haus. Ich bin sehr dankbar an die Hochschule für Musik, dass wir den wunderbaren ersten Stock jetzt auch nutzen dürfen für das Abendprogramm, der ganz neu dazugekommen ist. Also das ist wirklich ein Ort, wo Hochschulbildung wirklich in die Zukunft schaut und gemeinsam das gestaltet, worauf wir die Studierenden natürlich vorbereiten wollen, wenn sie raus sind aus unseren Institutionen. Viel schöner kann man das, glaube ich, gar nicht sagen. Vielen Dank euch beiden. Isa Janke hat gleich die erste Keynote, dass sie darf. Deswegen darf sie noch mal kurz durchschnaufen und sich noch mal kurz hinsetzen. Dich, Christina, würde ich bitten, unseren Festivaltag ganz offiziell zu eröffnen, indem du uns noch mal kurz die Bedeutung des Festivals mit Blick auf die Weiterentwicklung der Hochschullehre darlegst. Genau. Warte schnell, bis die was auch immer Kehrmaschine vorbei ist. Genau. Es ist in der Tat so, dass Hochschulbildung sich ja eigentlich im Idealfall in so einem Änderungsmodus befindet. Also gute Lehre beinhaltet ja, dass man am Ball bleibt, guckt, was verändert sich mit Blick auf das Lernen. Die Isa hat es gerade schon genannt. Und da kommt mir dann immer so eine Idee in den Kopf, weil ich natürlich jetzt in meiner Funktion als Vizepräsidentin dann auch manchmal die ein oder andere Entwicklungsverzögerung beobachte im System, beziehungsweise auch so manche Beharrungstendenz. Und da ist es manchmal so, da kommt mir dann so ein Bild in den Kopf, das kennen Sie vielleicht, nennt sich Ameisenstrudel. Und das ist also wirklich böse genannt, ist es so
genau, sieht man jetzt hier. Und was hat es jetzt sozusagen mit der Hochschulbildung zu tun? Und zwar darf ich Ihnen vorstellen, es ist die kalifornische Sandameise. Und da ist es in der Tat so, dass Sie da etwas erkennen, was mir manchmal dann so in den Sinn kommt, wenn ich sage, okay, ich will Hochschule weiterentwickeln. Und hier ist ein Phänomen, das hat ein amerikanischer Ornithologe entdeckt. Und es ist in der Tat so, dass Ameisen, wenn sie sich auf Futtersuche begeben, dann machen sie das mit ihrem Geruchssinn. Also die laufen und suchen eine Futterquelle. Und wenn sie dann Futter gefunden haben, dann legen sie eine Spur. Und die anderen Ameisen folgen dieser Spur, damit sie zu dem Futter kommen. Und immer mehr Ameisen kommen dazu und diese Pheromonspur wird größer. Ja, und dann erkennt man das hier ist schön an diesen, ja, das kennen Sie alle, diese Ameisenstraßen. Da sind dann ganz, ganz viele Ameisen und laufen eigentlich irgendwo hin und holen sich Futter. Es gibt einen ganz dummen Fall, der eintreten kann. Und zwar, wenn sich Geruchsspuren überlagern. Und dann kann es in einem dummen Fall dazu kommen, dass die Ameisen wirklich im Kreis laufen. Das sehen Sie hier. Und man hat schon beobachtet, dass die mittlerweile einen Durchmesser auch haben können von bis zu 4 Metern. Und die laufen im Kreis. Und das Dumme bei den Ameisen ist, dass die kein Ausstiegsszenario haben für ihre sehr ungesunde Kreisdynamik. Weil die laufen ja nur im Kreis. Und die machen das wirklich so lange, bis sie tot umfallen. Weil sie kein Ausstiegsszenario haben, weil diese Pheromonspur da ist. So, warum erzähle ich Ihnen das? Mir kommt es manchmal in den Blick, wenn ich sage, okay, wir wollen Hochschullehre gestalten, nachdem wir wollen sie voranbringen und wir müssen darauf auch reagieren. Und nicht nur, wenn uns eine Pandemie aus dem Tritt bringt oder ein multitalentierter Chatbot auf einmal in der Welt ist. Ja? Lehre an sich müsste ja so funktionieren, dass der Lehrende intrinsisch motiviert ist zu sagen, ich möchte mich reflektieren, ich möchte gucken, was ist die Wirkung in meiner Lehre und ich mache das mit meinen Studierenden zusammen. So, aber dann gibt es so die ein oder andere Beharrungstendenz und das ist für mich wirklich so ein Strudel, so ein Todesstrudel und sinnbildlich ist es für mich manchmal so, das erkenne ich an so Sätzen wie, nee, das machen wir jetzt nicht so, das haben wir nämlich schon immer so gemacht. Oder was ich immer auch mal wieder höre, Mensch, die Studierenden, die sind so unmotiviert, die wollen nicht mehr in meine Vorlesung kommen. Oder ich evaluiere jetzt nicht mehr, weil ich gehe ja bald in Rente. Ja, das sind so ungute Kreisdynamiken. Und je mehr das sozusagen ist, desto mehr blockieren wir uns auch in diesem Prozess. Und deshalb finde ich sowas wie das UFF so wunderbar, weil es so eine gesunde Irritation sein kann für uns. Also bei den Ameisen ist es so, die müssen echt darauf vertrauen, dass da irgendwie ein Sandsturm kommt, damit diese Duftspur weg ist. Und dann, ja, fangen die wieder an, suchen eine neue Spur und suchen wieder das Futter. Ja, und das UFF ist für mich sowas, dass ich sage, okay, das ist so eine Irritation im System. Und ich weiß, die, die hier sitzen, sind so Ameisen, die immer auf die Suche gehen nach neuen Dingen und sich reflektieren. Aber wir haben eben nicht nur die. Und um das in die Breite zu bringen, lade ich Sie alle ein. Gehen Sie zurück nach dem UFF und stiften Sie Unruhe. Ja, und sagen Sie, ich habe da ganz neue Erkenntnisse bekommen. Und da müssen wir uns mal drauf hin reflektieren. Ja. Und in diesem Sinne, damit man sowas tun kann, damit man so ein System dann auch aufbaut und in die Breite bringt, auch sowas wie das University Future Festival, sind ganz viele helfende Hände notwendig. Und ich möchte es an dieser Stelle wirklich ganz prominent nochmal platzieren. Ich danke den beiden Moderatorinnen, die uns wunderbar durch diesen Tag führen werden. Sie dürfen gleich applaudieren, aber es gibt ganz viele andere, viele helfende Hände im Hintergrund. Die sehen Sie jetzt alle nicht. Das ist gut so. Ich möchte eine, die wahrscheinlich gerade auch im Haus rumspringt, nennen. Das ist die Antonia. Bist du gerade da? Wahrscheinlich nicht. Sie rennt im Haus rum. Prominent an dieser Stelle. Sie ist wirklich die Frau, die alles hier am Laufen hält. Bitte einen fetten Applaus für unsere Damen. Da ist sie. Danke. Genau, und ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, also wir bespielen das ganze Haus. Also lassen Sie sich bitte nicht nur von den schönen Dingen hier unten inspirieren, sondern
Schaffen Sie es auch in den ersten und vor allem jetzt fürs Rahmenprogramm auch in den zweiten Stock zu gehen? Und ich glaube, ich gucke zur Seite, ich habe alles geschafft, was ich schaffen sollte, oder? Ja, okay, gut. Dann übergebe ich wieder an euch. Ja? Lieben Dank, liebe Christina. Nun haben wir schon viel über unsere Motivation gehört und darüber, was wir uns vorstellen. Jetzt würden wir gerne unser Publikum noch etwas genauer kennenlernen. Daher bitten wir unsere Gäste hier vor Ort, sich entsprechend mit Handzeichen zu melden. Wer von Ihnen ist am weitesten angereist, interessiert uns. Wer kommt von außerhalb Deutschlands? Einmal bitte mit Handzeichen. Jetzt natürlich die spannende nächste Frage. Wer kommt aus Nürnberg? Okay, wow, super. Wer ist von Ihnen Lehrende oder Lehrender? Einmal bitte mit Handzeichen melden. Wow, ganz schön viele. Wer ist im Bereich der Didaktik tätig von Ihnen? Gute Fragen rausgesucht auf jeden Fall. Wer von Ihnen ist zum ersten Mal auf dem UF? Prima. Okay, dann würde uns noch interessieren, wer von Ihnen ist Studierender oder Studierende? Wow, wunderbar. Vielen Dank. Ja, das ist eine interessante Zusammenstellung unseres Publikums und ich bin mir sicher, da gibt es nachher viele Diskussionsansätze und Rückfragen zu unseren verschiedenen Keynotes, aber auch beim Rahmenprogramm. Ich hatte es Ihnen schon angekündigt, wir haben ein paar organisatorische Themen, die ich jetzt hier loswerden darf. Für Sie an den Bildschirmen vielleicht nur teilweise interessant, aber vielleicht werden Sie ein bisschen neidisch, was Sie alles nicht erleben können und kommen beim nächsten Mal einfach zu einer Präsenz-Stage. Ein Festival, das lebt vom Austausch, vom Miteinander, dass man ins Gespräch kommt, dass man einfach neue Leute kennenlernt und aber auch in die Diskussion geht. Und das wollen wir hier natürlich mit allen Keynote-Speakerinnen und Speakern. Für Sie zu Hause online oder im Büro ist das ganz einfach. Sie haben nämlich ein Chatfenster direkt neben Ihrem Livestream. Das ist gar kein Problem. Sie hier im Saal haben es ein bisschen schwerer. Sie können nämlich nicht direkt fragen, was der schönere Weg wäre, sondern wir würden auch Sie bitten, dass Sie, falls Sie Fragen haben, diese im Chat stellen. Dafür gibt es hier einen QR-Code rechts von mir, wo Sie sich direkt auf die Festivalbühne online einloggen können. Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben zum Festival, dann müssten Sie das jetzt noch nachholen, um dann Fragen stellen zu können. Das ist ein bisschen umständlich für Sie hier, geht aber leider nicht anders. Ich denke, aber es ist sehr schnell geschehen, wenn Sie es einmal gemacht haben. Ich habe das vorhin an meinem Handy gemacht, das funktioniert wunderbar. Damit Sie mit dem Datenvolumen kein Problem kriegen, finden Sie hier nebenan und auch vorne neben der Tür die Zugangsdaten zu unserem WLAN, das Sie heute natürlich nutzen können und das auch so high-performing ist, dass keiner irgendwie ins Stottern kommt. Für Sie hier im Saal auch noch einen Hinweis in eigener Sache. Die Maxi und ich werden jede Keynote relativ gleich ankündigen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir denken, boah, die hier können sich nichts merken, sondern weil wir davon ausgehen, dass im Online-Stream sehr, sehr viele wechselnde Menschen uns einfach zuschauen und die sollen natürlich auch mitbekommen, wie sie die Fragen stellen können, wie das hier abläuft, wo wir uns hier befinden. Also nicht wundern, Sie hören es dann heute halt, ich glaube, insgesamt 7 oder 8 Mal. Sehen Sie es uns nach. ja, was haben wir noch? Hier ist der Saal schön gefüllt. Wenn es Ihnen hier zu eng wird, haben Sie die Möglichkeit, hier nebenan gleich den Livestream von der Bühne zu verfolgen oder auch im ersten Stock gibt es einen schönen kleinen Raum auf der linken Seite ganz hinten. Da können Sie die Übertragung hier von der Bühne genauso verfolgen, wie wenn Sie das online machen täten, dann ist es vielleicht nicht so voll. Wir haben nämlich jede Menge Anmeldungen, also stehen noch ein paar mehr Gäste auf der Anmeldeliste, als jetzt hier sitzen, dann können Sie unten knackig eng werden, deswegen können Sie da jederzeit nach oben ausweichen. Sie finden Getränke hier links von mir im Erdgeschoss, sowie in den beiden Küchen in den Stockwerken über mir. Küche findet man immer, glaube ich, muss ich Ihnen nicht erklären, ist auch alles wunderbar ausgeschildert. Wir haben erstmal nur Getränke.
Wir haben eine Mittagspause von 12.45 Uhr bis 13.45 Uhr. Da arbeitet hier erstmal keiner, weder wir auf der Bühne noch die Rahmenangebote. Insofern können Sie die entspannt im zweiten Obergeschoss in der Küche verbringen. Es gibt ein paar Brezen, also auch eine Stärkung, dass Sie es bis heute Abend aushalten. Toiletten finden Sie hier im Erdgeschoss und im zweiten Obergeschoss. Und wenn Sie dann alles geschafft haben, findet ab 18 Uhr, und das haben wir gerade vergessen, liebe Christina, eine tolle Abendveranstaltung im ersten Obergeschoss statt, auf die wir uns alle schon freuen. Da gibt es aber nachher noch weitere Informationen. So, jetzt kommt der Part, wo die Menschen an den Bildschirm ein bisschen neidisch werden, nämlich auf unser Rahmenprogramm, gehe ich mal davon aus. Wir haben jede Menge, wir haben Workshops, wir haben Aktionsstände, wir haben ganz, ganz viele Sachen hier im ganzen Haus. Einfach, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, auch sich neu zu vernetzen, neue Denkanstöße zu bekommen, teilweise auch anknüpfend an die Vorträge, die Sie heute hier im Laufe des Tages hören. Es gibt aber auch, das mag ich gar nicht verhehlen, Rückzugsmöglichkeiten. Also Sie finden in allen Stockwerken auch Lounges, wo Sie sich einfach zurückziehen können, mal durchschnaufen. Wenn Sie was arbeiten müssen, was sehr schade wäre, dann dürfen Sie das da natürlich auch machen. Und ansonsten, wenn Sie mal Luft schnappen wollen, gehen Sie raus. Sie sind hier mitten in der Innenstadt von Nürnberg. Das ist auch immer ganz nett, einfach ein paar Schritte zu gehen. Ja, was haben wir, wenn Sie hier bleiben wollen? Wir sind hier im Leonardo und wir haben im zweiten Stock ganz viele Leo Labs. Das ist der gemeinsame Makerspace von den drei Hochschulen, wie es die Christina Zitzmann vorhin schon erläutert hat. Die können Sie sich heute anschauen. Das sind Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die Ihnen das gerne zeigen. Das geht den Vormittag über. Ansonsten gibt es, und das finde ich eine sehr schöne Idee von den Kolleginnen und Kollegen von der Lehr- und Kompetenzentwicklung von der OHM, die haben sich gedacht, naja, wo finden denn die besten Partys statt? In der Küche, immer. Und deswegen gibt es hier Kitchen Stories. Da laden die Kollegen Sie ein zu einem, wie haben Sie es so schön genannt, informellen Austausch in einem verkannten Lernort. Das finde ich eine sehr schöne Ankündigung und das, glaube ich, lohnt sich auf alle Fälle. Da haben die auch Kleinigkeiten vorbereitet, sodass sie ganz besonders gut ins Gespräch kommen. Auf dem Weg dahin gibt es den Gang der steilen Thesen, da bin ich sehr gespannt. Da geht es um Fragen, die Ihnen gerade auch in der Didaktik wehtun. Ich werde mir das nachher auch mal durchlesen, ich bin gespannt. Und das ist sicher auch eine gute Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Ansonsten haben wir heute Nachmittag einen Lego Serious Play Workshop. Da sind noch einzelne Restplätze frei, wurde mir gesagt. Man hätte sich eigentlich im Vorfeld anmelden müssen, wenn Sie spontan Lust haben, sich da ein physisches Modell eines vernetzten Lern-Ökosystems zusammenzubauen mit den Kollegen von Lego. Dann gehen Sie einfach hoch in den Raum. Dann können Sie da noch mitmachen. Im Übrigen müssen Sie sich nicht alles merken, was ich Ihnen hier gerade erzähle, denn während aller Pausen, die wir hier haben, läuft das immer durch und Sie können immer noch mal gucken, wo Sie hin müssen. Ansonsten gibt es hier ganz viele nette Menschen, alle, die einen runden Button haben. Das sind Leute, die hier arbeiten und die im Zweifelsfall Ahnung haben, wo es hingeht oder zumindest wissen, wen Sie fragen können. Also Sie sind hier nirgends verloren während des ganzen Tages. Ja. Wer nicht selber aktiv werden möchte, das hätte ich jetzt fast vergessen, und den Kitchen Stories oder auch dem Workshop nur folgen möchte, der kann das jederzeit an verschiedenen Bildschirmen, die wir hier aufgestellt haben. Also da dürfen Sie mal, das darf man sonst nicht sagen, aber hier ganz ungeniert zum Voyeur werden und einfach nur zugucken. Auch das ist natürlich erlaubt. Man muss hier heute auch nichts aktiv machen, wobei ich das schade fände. Ja, Empamos, das werden Sie nachher noch kennenlernen in einer unserer Keynote vom Thomas Voigt. Auch da gibt es heute Nachmittag eine Arena, wo man in kleinen Etappen ein paar Sachen kennenlernen kann. Es gibt dann noch die Möglichkeit, KI in verschiedensten Versionen kennenzulernen. Auch da haben wir einen schönen Makerspace, wo Sie in kleinen Sequenzen etwas tun können. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Dieses Prompting-Studio findet nämlich parallel statt in Nürnberg und Berlin. Wie das dann so genau zusammenhängt, weiß ich nicht. Da bin ich raus, aber ich glaube, da gibt es schöne Sachen, die man tun kann. Ja, Sie sehen schon zu Hause am Bildschirm, Sie verpassen einiges. Digital ist super, aber manchmal ist es dann halt doch auch schade, wenn man nicht dabei ist. Gut, was kann ich noch für Sie
zu Ihnen sagen. Genau, wir haben zwischen jeder Keynote Pausen. Nach jeder Keynote 5 Minuten, nach jeder zweiten Keynote 15 Minuten. Das ist zum einen wieder der Technik geschuldet, weil natürlich die Menschen sich an den Bildschirmen ausloggen, vielleicht in einen anderen Stream gehen, vielleicht wollen Sie auch hier die Plätze wechseln. Das machen wir immer in diesen 5-minütigen Pausen. Wir sind hier, das habe ich am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt, sehr eng getaktet. Das heißt, die Übertragung startet immer pünktlich. Also die erste Keynote, die Isa Janke, muss um 9.35 Uhr hier stehen und starten, weil dann geht der Livestream los. Und die wird auch um 10.05 Uhr beendet. Da gibt es dann einen Cut und die Herren und Damen an den Bildschirmen sind dann weg von uns. Das heißt, wir werden hier sehr strikt moderieren, was eigentlich nicht so meine schönste Vorstellung ist, aber es ist einfach so und wir machen das natürlich. Ich würde Sie aber bitten, dass Sie immer, wenn es geht, 2 Minuten, bevor die nächste Keynote kommt, an der Sie teilnehmen möchten, dass Sie einfach wieder hier sitzen. Sie sehen es, wir haben hier 3 Kameras und es ist natürlich relativ störend für die Leute am Bildschirm, wenn dann immer alle nochmal durchlaufen und dann erst kommen und sich hinsetzen und Getränke holen und was man halt so alles in Pausen macht. Wie gesagt, hier hinten gibt es gleich die Getränkeinsel und die Toiletten sind auch hier unten. Es sollte also auch in 3 Minuten machbar sein, dass alle, die beim nächsten Ding hier sein wollen, einfach wieder da sind. Das würde uns sehr helfen. Und wie gesagt, haben wir dann auch immer 15 Minuten nach jedem zweiten Workshop und eine lange Mittagspause. Also ich glaube, es wird gut funktionieren. Wir werden auch in den verschiedenen Pausen immer noch mal darauf hinweisen, was es an Rahmenprogramm gibt. Und wir werden auch, dass Sie sich da nicht wundern, uns von den Menschen an den Bildschirmen verabschieden. Die gehen dann raus, da gibt es dann den Cut, den ich gerade angesprochen habe. Und in aller Regel reden die Maxi und ich dann hier noch ein bisschen weiter, weil wir hier einfach noch ein paar Sachen loswerden wollen, weil wir länger Zeit haben, weil wir sie auf was hinweisen wollen, was auch immer. Es gibt also einiges, das dann immer noch kommt. Nicht wundern, es gibt nur immer einmal eine kurze Pause, wenn ich sage, jetzt verabschieden wir uns von den Menschen an den Bildschirmen. Und dann reden wir trotzdem vielleicht noch mal weiter. So, jetzt haben wir ganz viele organisatorische Hinweise. Was kann ich Ihnen noch mitgeben? Wir haben spannende Keynotes. Da würde ich Sie wirklich noch mal darauf hinweisen, hier im Saal laden Sie sich oder melden Sie sich an beim University Future Festival, wenn Sie es noch nicht getan haben. Das dauert 2-3 Minuten. Ich habe es vorhin mal gemacht, damit wir wissen, wie das ist. Damit Sie auch Fragen stellen können, muss ja nicht bei jedem Workshop sein oder bei jeder Keynote, aber vielleicht, wenn es etwas ist, was Sie besonders interessiert, dass Sie da einfach mitdiskutieren können. Es wird natürlich so sein, dass wir nicht alle Fragen, die gestellt werden, hier vorne vorlesen können. Ich sagte es schon, wir haben 30 Minuten Slots, 25 Minuten Vortrag, 5 Minuten Zeit maximal für die Slots, wenn die Referierenden pünktlich fertig sind. Das werden wir dann sehen. Und die Maxi und ich, wir werden abwechselnd dann einfach Fragen rauspicken, die uns besonders spannend erscheinen, die vielleicht mehrfach gestellt werden, die man einfach gut beantworten können und werden die dann eben hier auf der Bühne mit den Referierenden diskutieren, sodass sie da auch nochmal einen Input mitnehmen können. Ansonsten haben Sie hier im Saal natürlich den großen Vorteil, dass die Referierenden live und in Person hier sind und Sie die danach noch löchern können. Das dann vielleicht wieder nicht hier, damit wir die Übertragung nicht stören, sondern außerhalb in den schönen Räumen, die wir zur Verfügung haben. Aber das ist vielleicht für Sie nochmal die Möglichkeit, wenn Sie halt die Fragen nicht loswerden oder die Frage auch nicht zum Zug kommt in dieser kurzen Zeit, die wir hier haben. Das kann ich mir gut vorstellen, denn bei all den Keynotes, die ich so gelesen habe, haben wir, glaube ich, jede Menge Diskussionsbedarf und viele, viele Fragen. Und dafür eignet sich dann aber vielleicht auch die Abendveranstaltung. Ich hoffe natürlich, dass alle Referierenden da bleiben können. Da erwartet uns wirklich ein tolles Programm. Ab 17.30 Uhr, wenn wir hier zu Ende sind, geht es nach oben in den ersten Stock. Die Christina Zitzmann hat schon gesagt, das sind die 9 Räumlichkeiten der Hochschule für Musik. Vielen Dank nochmal, dass Sie uns die zur Verfügung stellen und dass wir da schon rein dürfen. Und dann auch, es gibt Abendessen, es gibt eine offizielle Begrüßung nochmal von Vertretern der Hochschulen, also der UTN, der OM und auch der Hochschule für Musik als Gastgeberin im ersten Obergeschoss. Und dann gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, wirklich zu relaxen. Wir haben coole Musikprojekte, ein Tanzfloor wird eröffnet werden. Also da freue ich mich dann am meisten drauf, weil ich dann auch entspannen kann ab 18 Uhr zusammen mit der Maxi. Und dann werden wir da sicher auch einen schönen Abend mit Ihnen gemeinsam noch verbringen. Ja, viel mehr bleibt mir eigentlich nicht, Ihnen zu sagen. Ich müsste jetzt noch 1 Minute füllen. Ich glaube, es ist aber auch nicht schlimm, wenn man etwas früher heute abschließt bei der Begrüßung und uns dafür noch 6 Minuten Pause gönnt.
besorgen Sie sich was zu trinken, Kaffee, Wasser, was immer Sie mögen. Wir machen um 9.35 Uhr pünktlich hier weiter. Nehmen Sie gerne Getränke mit an den Platz, das ist gar kein Problem. 9.35 Uhr, wie gesagt, wenn Sie 2 Minuten vor uns da sind oder vor der Zeit, das wäre sehr schön für alle Beteiligten. Ihnen an den Bildschirmen schon mal herzlichen Dank, dass Sie bei der Begrüßungsrunde schon dabei waren. Ich hoffe, wir sehen Sie heute noch öfters, wenn Sie bei der ein oder anderen Keynote hier reinschalten und wir dann auch Ihre Fragen bekommen. Ansonsten noch einen schönen Tag bei all den anderen tollen Keynotes, die es gibt. Wie gesagt, 300 an der Zahl habe ich mir sagen lassen. Das ist eine ganze Menge auf 4 Partnerbühnen, einer Mainstage und noch ganz viele Online-Veranstaltungen. Also wenn Sie hier irgendwann denken, das nervt mich hier alles, dann finden Sie, glaube ich, eine andere Möglichkeit, sich beim UF durch den Tag zu begeben. Ja, in diesem Sinne vielen Dank schon mal jetzt für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns um 9.35 Uhr wieder. Ein Tschüss an die Bildschirme und an die Menschen, die uns online zuschauen. Vielen Dank und bis gleich.